Willkommen, liebe YouTuber. Heute zeige ich euch ein Video mit blumigen Weihnachtsgeschenken. Es gibt also ganz viele Bestellungen, wunderschöne Sträuße und ich muss euch einfach eine kleine Auswahl davon zeigen, weil die Kammern sind gefüllt und bevor das alles ausgeliefert wird, ist das ja schade, ohne eure Blicke zu sehen. Hier ist zum Beispiel ein Strauß mit einem weißen Weihnachtsstern ausgewaschen, mit goldenen Kugeln. Es ist ein kleines weißes Träumchen, goldener Eukalyptus, hier ein Strauß in Rot mit orangener Amaryllis. Es ist also ein wunderschönes Farbenspiel. Diese dunkelrote, verzweigte Chrysantheme mit der orangenen Amaryllis, orangene Kugeln. Natur darf nicht fehlen, also sind auch Zapfen und Orangenscheiben dabei. Alles natürlich in passenden Vasen. Hier haben wir die rote Vase für den roten Strauß und die grüne Vase für den weißen Strauß. Was auch eine ganz tolle Geschenkidee ist zu Weihnachten, ist ein Dauerstrauß. Wir nennen den Dauerstrauß, weil er ist mit Koniferengrün gemacht. Also alles haltbar, Moos und Zapfen. Den hat man ganz, ganz lang und das ist also ein richtig tolles Geschenk, der auch wirklich mal locker 3-4 Wochen steht, oft sogar noch länger. Also eigentlich sollte man den am Anfang der Weihnachtszeit besser schenken, aber geht auch dann. So, und jetzt kommen wir in die Schatzkammer von Flower Style. Willkommen hier drin. Und ich zeige einfach mal rundum, was wir Schönes gemacht haben. Hier ist ein kleines Gesteck mit Nadelkissen, sehr, sehr schön gemacht, mit leuchtend orangen Rosen. Orangenscheibchen, gern so ein bisschen auch zu näher kommen mit der Kamera, dass wir es ganz gut sehen. Das wäre super. Dann haben wir heute nicht nur Aufträge, wir haben auch eine kleine Hochzeit heute noch. Und diese Hochzeit, das ist die Tischdeko dafür, im Vintage-Look mit Eukalyptus und mit Schleierkraut, Nelkenrosen. Und da kommen auf die Tische, weil die Hochzeit ist morgen. Dann haben wir natürlich schön haltbar gemacht hier. Eukalyptuszweige haben wir schön feucht angesprüht, in Folie gepackt und schön farblich sortiert. Rosenblütenblätter, rot und weiß. Also alles für morgen bestens präpariert und wird jetzt nachher dann abgeholt. Und der Brautstrauß ist natürlich auch fertig. Diese feine, schöne, kleine Arbeit. Hier fehlt noch das Band für den Griff. Das geben wir aber dem Brautpaar mit. Und das kann ganz locker dann gewickelt werden. Also sehr schön, auch eine Winterhochzeit. Die Gläser sind in groß und in klein. Hier kann man sehen, das sind dann hohe, jeweils ein Grüppchen mit hohem und niedrigem Glas. Das ist dann sehr, sehr schön auf dem Tisch. Eine malerische Tischdeko. Dann ist ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, ein schöner weihnachtlicher Türkranz. Schleifchen, Zapfen, Kugeln. Ganz toll, traditionell dekoriert. Der Klassiker sind Amaryllissträuße. Amaryllissträuße haben wir unglaublich oft. Diese schönen roten Amaryllis, deren Knospen, hier sind auch immer noch die Knospen verborgen, deren Knospen noch aufgehen. Auch mit viel Natur, mit Zapfen, hier mit Apfelscheiben. Amaryllis sind unglaublich gefragt, weil wenn man hier so weiterschaut, also hier sind auch wieder Amaryllissträuße. In Orange, in Rot, in Weiß. Ja, auch hier der Strauß, auch wieder mit Eukalyptus in Gold. Und was ganz Tolles, das sind hier, ich muss den gerade mal hochnehmen, das ist eine Asklepia, diese grünen Kugeln, nennen sich auch Moby Dick. Hier ist eine goldene Dattel, das ist der Hammer. Also ganz, es gibt so schöne Sachen. Und dieses weihnachtliche Grün macht unheimlich tolle Stimmung. Auch dann andere Farben, warme Farben, Strauß mit. Und der Frühling, der lässt auch schon grüßen in den Blumensträußen. Hier mit Ranunkel, mit einer verzweigten Chrysantheme. Und ich finde immer, das Farbenspiel ist so schön. Wenn das alles nur eine Blüte wäre, dann wäre das gar nicht so spannend. Und was jetzt zu der Jahreszeit ganz toll ist, sind diese Efeubeeren. Die sind zu jeder Jahreszeit anders. Die sind nicht immer gleich. Und die haben jetzt natürlich ganz tolle Beeren. Eine sehr schöne Blüte ist die Euphorbie. Die schwingen so schön in dem Strauß raus. Den würde ich auch nehmen. Des Weiteren haben wir hier natürlich auch einen absoluten Knaller. Ich muss den mal rausnehmen, sonst kann man überhaupt nicht diese Dimension von dem Strauß ermessen. Das ist ein Weihnachtstraum in Weiß. Und
Hier gibt es ganz tolle Elemente, mit, auch mit den Koniferen, mit den Beeren vom Eukalyptus, vom Efeu. Und hier haben wir sehr, sehr, sehr schöne Füllelemente im Strauß. Ist der Calocephalus oder auch Stacheldraht. Der hält also auch ganz toll ohne Wasser. Und den kann man also super in so einen Strauß verarbeiten. Und zur Deko und auch hier dieses schwingende Eukalyptusgrün, das ist gar nicht unter. Ja, hier haben wir natürlich dann noch eine Bestellung von einem größeren Kunden. Der gibt seinen Mitarbeitern, jedem Mitarbeiter einen Strauß. Das sind 6 Stück. Die sind hier so ein bisschen kleiner. Und auch hier wieder so ein bisschen Natur und Gestrüpp drin. Wir haben hier ein silbernes Berggras reingearbeitet. Das ist auch sehr, sehr, sehr schön und dekorativ. Also weihnachtlich, aber nicht übertrieben. Weihnachtlich natürlich gestaltet. Alle 6 Sträuße so ein bisschen verschieden. Ja, und wir gehen dann gleich nochmal in den Hof, weil im Hof haben wir noch ganz tolle Christrosenschalen. Also kommt mal mit, es geht noch nach draußen. So, jetzt sind wir hier im Hof und es gibt noch andere winterliche Geschenke. Dazu gehört so eine schöne Christrosenschale. Das ist so ein kleiner Traum. Sorry, den Verkehr kann ich nicht ganz ausblenden. Wir sind natürlich hier draußen. Und das Schöne ist an den Christrosen, von denen hast du den ganzen Winter was. Das haben wir ein bisschen ausdekoriert mit Zweigen. Hier ist ein Efeu dazu gepflanzt. Und hier unten kann man auch sehen, wie viele kleine Christrosen hier auch nachkommen, wie viele Blüten. Das ist dann eine Freude, die macht einem 3-4 Monate Freude. Was man machen kann dann, wenn sie verblüht sind, man kann sie schattig in den Garten auspflanzen. Und dann wieder Richtung Weihnachten in der Schale pflanzen, sodass man sie an der Haustür hat. Also es ist ein Geschenk, das einem unglaublich lange Freude macht. Es ist was ganz Tolles. Und größer geht immer. Schwierig ist, haben wir sogar unsere Fensterbretter dekoriert. Aber das sind Sachen, die kommen bestimmt nächstes Jahr im Video. Es muss ja auch noch Pläne geben für die Zukunft. Ja, dann gehen wir wieder nach drin, weil wir haben auch noch ein paar andere schöne Sachen vorbereitet. Hallo, willkommen bei Teil 2. Die ganzen Arbeiten, die ich gezeigt habe, es war gestern, die wurden alle schon abgeholt und wir haben hier im Laden hier 2 Zonen. Und hier ist extra Sperrzone, weil die laufen alle hier hinter und nehmen sonst unsere schönen Arbeiten mit. Aber alles, was jetzt an bestellten, blumigen Weihnachtsgeschenken da ist, was wir schon wieder produziert haben, das zeige ich heute noch. Da fange ich an mal mit einer Amaryllis, die ist in Filz eingewickelt. Der Topf mit Folie umwickelt, dass man das schön auch stehen lassen kann. Braucht wenig Wasser und diese Amaryllis, wenn ich das hier mal so nehme, die wird dann natürlich so hoch. Das wird ein blumiges Feuerwerk. Ja. Das ist ein kleineres Geschenk. Dann gibt es natürlich nicht nur Weihnachten, es gibt auch Geburtstage. Hier ist ein leuchtender Geburtstagsstrauß in bunten Farben für eine junge Dame. Sehr schön auch. Ich liebe Nelken. Viele Leute mögen Nelken nicht so gern, aber diese violafarbenen Nelken passen dazu auch die Anemonen in Pink. Es kommen jetzt die ersten Frühlingsblüher. Sind wunderschön leuchtend. Und ein ganz toller Farbklecks. Dann gibt es natürlich andere Leute, die mögen nicht so viel Farbe. Das ist ein Strauß in Weiß-Grün und die Amaryllis sind noch total knospig. Wenn die sich entfalten, kommen hier riesen Blüten rein mit silbernem Korallenfarn, mit einer Distelart gebunden, Rosennelken, Schleierkraut und auch damit es weihnachtlich ist, wieder das weihnachtliche Grün dabei. Dann gibt es natürlich nicht nur Sträuße. Es gibt auch andere Anlässe. Hier haben wir auch noch 2 kleinere Sträußchen, Amaryllis und anderen. Dann gibt es noch andere Anlässe. Das heißt, das ist jetzt auch für ein Grab, ein Wachsrosenherz. Ich hatte ja ein Wachsrosenherz gezeigt. Den Link zu meinem Wachsrosenherz-Video, den blende ich nochmal ein in der Infobox oben. Und das ist jetzt ein winterliches Wachsrosenherz. Da ist die Konifere dabei. Das letzte Mal hatten wir mehr Moos- und Efeuranken. Also das ist jetzt auch sehr schön haltbar. Dieses Herz legt man einmal jetzt aufs Grab und es hält den ganzen Winter, weil die Rosen durch dieses, es ist eine echte Rose drin, die Rosen sind ja weiß und die sind haltbar gemacht dadurch, dass sie in Wachs getaucht sind. Ich mache das nicht selber.
Das ist viel zu schwierig, weil da muss eine bestimmte Temperatur vom Wachs und so, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und das ist auch für ein Grab. Und dieser Kranz wird sogar von einem Kunden jedes Jahr ins Ausland mitgenommen. Den packen wir schön ein. Der geht in nordische Länder nach Schweden und wird auch aufs Grab gelegt. Und damit das schön im Schnee zu sehen ist, die Rosen in Rot in diesem Fall. Weihnachtliche Sträuße sind immer gefragt. Hier wieder der Strauß mit Amaryllis. Wenn man einen Strauß mit Amaryllis aus dem Wasser nimmt, dann läuft meistens erstmal dieses Rohr von der Amaryllis leer. Also nicht sofort wegtun, sonst wird ziemlich viel Wasser verspritzt. Und dieser Strauß ist eigentlich nur mit Amaryllis und mit diesem orangenen Ilex-Beeren, diese Ilex-Beeren ohne Blätter. Und hier sieht man auch, also die Amaryllis, die brauchen schon noch ein bisschen, bis die Knospen aufgehen. Der entwickelt sich noch. Der hat seine ganze Pracht noch lange nicht erreicht. Aber ist auch gut so, weil das soll er nicht bei uns bekommen, sondern das soll er dann auch beim Kunden machen. Ja, wenn man Amaryllis bindet, kann man die entweder kurz rund binden oder man bindet sie lang. Das ist jetzt eine schöne, lang gebundene Amaryllis. Und auch hier wird die Blüte ja wunderschön und groß. Es gibt immer, wenn man eine Amaryllis so lang in die Vase stellt und die ist dann so richtig reif, dann ist es dir vielleicht auch schon mal passiert, dann macht es irgendwann mal klack und die Amaryllis knickt um. Dafür, aber ich glaube, das kann man dann auch nochmal so schön in anderen Videos noch machen, präparieren wir die Amaryllis mit einem Holzstab. Der kommt dann da rein. Und was man genau beachtet, dass sie sich nicht aufringelt und wie man das mit dem Holzstab macht, das zeige ich nochmal im Detail, weil Amaryllis ist eine ganz tolle Winterblume und früher gab es die noch gar nicht zu Weihnachten. Das ist eigentlich wieder der Natur, dass wir die schon an Weihnachten haben. Aber also es gibt Methoden, dass die nicht abknickt, wenn sie so reif ist. Hier haben wir auch wieder große, große weihnachtliche Sträuße, rote Rosen. Und dieser Strauß hier ist mit Misteln. Es war auch jetzt Kundenwunsch, dass Misteln reingebunden werden. Soll wohl Glück bringen. Ich finde es auch sehr schön. Und es sind auch immer sehr schön die grünen Santini. Das ist eine Mini-Chrysanthemenart. Die macht das so knackig. Weihnachtlich geht es weiter mit einem Strauß mit goldenem Korallenfarn. Eigentlich auch nur ziemlich pur Amaryllis, Korallenfarn, Seidenkiefer. Auch ein bisschen ein rot gefärbter Eukalyptus. Auch sehr, sehr dekorativ rundherum gebunden. Ja, Weihnachten wirft auch hier seine Schatten voraus. Und größer geht immer. Es gibt kein Limit. Es ist immer schön, wenn ich mal nebendran stehe, dann sieht man immer die Relation, wie groß diese Sträuße eigentlich sind. Und der geht ja auch hier bis zum Boden. Deswegen muss ich das einfach mal hochnehmen. Ich kann mich also schön dahinter verstecken. Hier gewünscht in Rot vom Kunden. Und dann haben wir noch einen ganz tollen Strauß in Weiß. Das ist jetzt wirklich ein ganz großer Knaller. Auch hier die Amaryllis, wegen dem Umknicken geschützt mit Holzstäben. Hier ist eine sehr schöne exotische Blüte, das ist eine Asklepia oder auch Moby Dick genannt. Diese schönen grünen Kugeln. Magnolienzweige dekorieren diesen Strauß. Magnolienzweige sind für sehr viele Arbeiten sehr dekorativ. Das Video mit dem hohen Glas, da zeige ich auch nochmal den Link dazu. Das ist ein sehr schönes Video, wo man sieht, was man im Glas mit Magnolienzweigen dekorieren kann. Der Strauß, der ist irgendwie so groß, dass wir das alles gar nicht so richtig aufs Foto bekommen. Und die Amaryllis, die blühen halt alle hier noch auf. Die sind total knospig. Und das ist also ein Riesenstrauß. Der hat ganz exotische Blätter und silbernes Berggras. Und hat auch eine Mordslänge. Aber die volle Strahlkraft, die wird er entfalten, wenn diese Blüten aufgehen. Weil die sind von heute Morgen. Das letzte Highlight der Tagesproduktion, zumindest der Teil, der noch hier ist, was die Kunden noch nicht mitgenommen haben, ist ein weihnachtlicher Strauß mit roten Rosen, mit Zapfen,
mit silbernen Korallenfarn, mit diesen schönen Efeubeeren. Ja, und damit beende ich den heutigen Tag. Morgen geht's weiter. Wir haben jeden Tag unglaublich viel zu tun. Bis bald. So, wieder ist ein langer Tag vorbei und boah, wir haben wieder unglaublich viele Sachen produziert. So, das ist jetzt Tag 3 unserer Weihnachtsgeschenke. Hier ist also wieder ein wahnsinnig toller, riesiger, großer, rosa Strauß. Und ich zeige euch einfach mal, was wir Schönes produziert haben. Ja, könnt gern ein bisschen näher kommen, dass wir das alles sehen, die lieben YouTuber. Die sind ja auch total neugierig auf unsere Produktion. Und es gibt also schöne weihnachtliche Tischgestecke mit Nadelkissen, mit Kugeln, mit Disteln und also wunderschöne haltbare in einem Korb gesteckt. Und Gestecke sind jetzt also, Gestecke in jeder Art werden gebraucht, in Rosé, mit Rosen, Ranunkel kommen schon als erstes, auch mit Apfelscheiben, hier nochmal in Orangetönen. Dann gibt es auch einen Geburtstag, da gibt es ein kleines weißes Gesteck. Gern noch ein bisschen näher kommen, dass das alles gut gesehen wird. Dankeschön. Ein kleines weißes Gesteck mit einer schönen weißen Rose, weit Naomi. Hat einen riesen Kopf, wenn man das mal neben meiner Hand sieht. Wow, die ist eine ganz tolle Qualität. Unsere Abonnenten bekommen noch ein paar Orchideen, die werden wir dann noch machen. Und dann gibt es wieder, Rot ist natürlich die Weihnachtsfarbe mit Amaryllis, mit Hypericum und diese schönen großen Strobuszapfen und Kugeln und rote Sträuße. Hier sieht man auch rot, 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 rot für Weihnachten. Es gibt noch eine Tischdeko für einen Geburtstag. Da haben wir eine ganze Menge von diesen kleinen Gestecken gemacht. Und auch Sträuße in allen Variationen. Die Amaryllis sind noch so knospig, die werden sich erst noch öffnen. Das dauert also noch ein bisschen. Und dann haben wir noch für unsere Abonnenten die Orchideen weihnachtlich dekoriert, dass die jetzt schön für die Weihnachtstage wenig kugeln, dann kann man es nach Weihnachten auch noch sehr, sehr gerne anschauen, in diesem schönen Bogen gestaltet. Und mit diesem schönen weihnachtlichen Tischgesteck möchte ich mich heute mit den blumigen Weihnachtsgeschenken verabschieden und wünsche euch ganz tolle, geruhsame, friedvolle Tage. Und freue mich, dass ihr so viel guckt. Es wird noch ein Video geben in diesem Jahr. Und dann machen wir mal ein paar Tage Pause. Also, lasst es euch gut gehen. Genießt die Plätzchen. Viel Spaß beim Gestalten, Kreieren, was immer ihr auch macht. Und bis bald. Eure Margit. Tschüss.